Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von philosophischen Videos hier auf meinem Kanal. Ja, und zwar möchte ich heute mal mit euch über die Lichtgeschwindigkeit sprechen, bezüglich dessen, was das bedeuten würde, hätten wir aktuell die Möglichkeit, mit Lichtgeschwindigkeit uns fortzubewegen. Ja, also Lichtgeschwindigkeit im Vakuum bedeutet ja ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Nicht 300.000 Meter, 300.000 Kilometer pro Sekunde im Vakuum. Ja, das ist verdammt viel. Ja, das ist knapp mehr als eine Sekunde von hier bis zum Mond. Und dann quasi, wenn du vom Mond wieder das Signal zurückschicken würdest, würde das Ganze 2 Sekunden dauern. Bedeutet also, wenn ich dir irgendeine Nachricht schicke und du bist auf dem Mond, dauert das 1 Sekunde, bis die Nachricht bei dir angekommen ist. Und 1 Sekunde, wenn du nur ein kurzes Wort sagst, wie Hallo, und ich sage auch vorher Hallo, ja, 1 Sekunde dann nochmal, bis es zu mir letztendlich dann ja, rüberkommt. Und das ist der Mond, wohlgemerkt, ja. Und wir wissen ja, Elektrizität und Funk übertragen sich letztendlich mit Lichtgeschwindigkeit, ja. Gut, nehmen wir mal an, wir könnten mit Lichtgeschwindigkeit verreisen. Dann wissen wir natürlich, dass Einsteins allgemeine und spezielle Relativitätstheorie hier zutreffen. Was besonders krass ist und was man sich kaum vorstellen kann, ja, du brauchst nach allen Berechnungen, die wir haben, um bis zum nächsten Sternensystem zu gelangen, was Alpha Centauri ist, ja, ein Doppelsternsystem. Brauchst du 2 Lichtjahre. Das heißt, selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könntest, bräuchtest du mindestens 2 Jahre. Warum sage ich mindestens? Weil du musst natürlich erstmal auf die Geschwindigkeit kommen. Das heißt, je länger es dauert, bis du auf die Geschwindigkeit gekommen bist, umso länger dauert natürlich die Reise. Was aber viel interessanter eigentlich an der ganzen Sache ist, ist, dass Einsteins Theorie sagt, nun ja, sobald du 100% Lichtgeschwindigkeit erreicht hast, bleibt die Zeit stehen. Das heißt, es vergeht keine Sekunde mehr. Und die 2 Jahre, wo du quasi unterwegs bist in Lichtgeschwindigkeit, hier, die 2 Jahre, so muss ich es sagen, so kompliziert ist die Sache, ja? Die 2 Jahre, die du im Prinzip unterwegs bist, bis du bei Alpha Centauri angekommen bist, in Lichtgeschwindigkeit, ja, kommen für dich vielleicht wie ein Bruchteil einer Sekunde vor, ja? Aber tatsächlich sind dann 2 Jahre hier vergangen auf dem Planeten Erde, auf dem wir uns gerade befinden. Und wenn du jetzt, sage ich mal, einmal quer durch die Galaxie reisen wollen würdest mit Lichtgeschwindigkeit und wir sagen, wir könnten instant, wir könnten sofort auf Lichtgeschwindigkeit gehen von 0 auf C, ja, von 0 auf Lichtgeschwindigkeit, dann würden wir 100.000 Jahre brauchen, um einmal quer durch die Galaxie zu fliegen, durch die Milchstraße. Jetzt wissen wir, das wird wahrscheinlich auch nicht so einfach gehen, einfach mal quer durchzufliegen, weil wir in der Mitte höchstwahrscheinlich ein schwarzes Loch haben. Und das schwarze Loch hat so eine krasse Gravitation, dass selbst Licht dem nicht entkommen kann. Wir also dem nicht entkommen könnten. Wir müssten also um dieses Loch herum, was zumindest um eine gewisse Zeit die Reise verlängern würde. Das Problem ist nur an der ganzen Sache, du kannst es nicht austesten, weil wir die Technologie nicht haben. Wir haben die Technologie nicht, um wirklich zu beweisen, ob diese Reisen tatsächlich uns dann nur wie ein Bruchteil einer Sekunde vorkommen, während Ages, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise auf unserem Heimatplaneten vergangen sind, wo wir unterwegs sind, weil wir eben noch nicht die technischen Möglichkeiten haben. Aber es ist einfach zu krass, sich vorzustellen, du bist vielleicht 10 Jahre nach unserer Zeitrechnung unterwegs, ja? In Lichtgeschwindigkeit. Ne? Wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegst, bedeutet das für uns, wir können dich in 10 Jahren dort erwarten. Für dich ist es aber nur ein Bruchteil einer Sekunde. Das heißt, du wirst nicht altern und alle anderen sind 10 Jahre älter geworden in der Zeit, wo du angekommen bist an deinem Ziel. Das musst du dir mal überlegen, was das für eine Theorie ist. Und ich denke, die Theorie ist richtig, weil vieles bereits bewiesen wurde. Aber eben halt nicht alles. Und dazu zählen auch beispielsweise eben diese Reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Und das ist natürlich eine ganz, ganz heftige Nummer, ne? Weil wenn du, sag ich mal, weißt, 50 Jahre, 50 Lichtjahre braucht die Reise von hier bis dorthin, für dich aber selbst in dem Shuttle kommt es dir vor wie ein Bruchteil einer Sekunde, ja, dann
sind die anderen trotzdem um 50 Jahre gealtert. Und bis die, weil die ruhend sind, weil die sich nicht bewegen, bis die das Signal von dir dann empfangen, dass du angekommen bist, würde 50 Jahre für sie dauern. Ne? Das heißt also quasi 100 Jahre insgesamt, bis die Mission quasi erfolgreich oder auch nicht erfolgreich verlaufen ist. Das ist schon sehr, sehr heftig, sich das vorzustellen. Das kann man sich eigentlich nur dann vorstellen, wenn man es mal wirklich selber ausprobiert hat. Na, also es ist schon sehr heftig. Aber wir wissen tatsächlich, die Sonnenstrahlen sind natürlich auch Licht, logischerweise. Und wir wissen tatsächlich, dass die Sonnenstrahlen von der Sonne bis hierhin 8 Minuten brauchen, circa. 8 bis 9 Minuten, sowas um den Dreh. Ja? Das heißt, wir sehen die Sonne immer nur quasi, wie sie vor 8 Minuten gewesen ist. Also es ist schon heftig, ja. Und ich wollte das Ganze nur mit euch teilen. Im Übrigen habe ich ein Buch geschrieben. Das wollte ich auch noch kurz dazu sagen. Ich werde dazu aber ein gesondertes Video machen und ja, bis demnächst.